Das ist die Aufnahme vom Olaf Kromm von Gellerhoa. Gellerhoa leidet im Werra-Kreis, zählt sich aber eigentlich zum Vogelsberg dazu. Es ist zwischen Beuringe und Gären. Und habe ich festgestellt, dass bei uns auch die jungen Leute nämlich so viel Plattschwätze. Ich habe mit meiner Oma viel Platt geschwätzt. Von daher habe ich auch einige Ausdrücke, die, ja, sagen wir mal, ziemlich alt sind und die schon heute gar nicht mehr so in der Form geschwätzt werden. Wie zum Beispiel das Wort Haut für heutzutage. Gut. Und jetzt habe ich die 40 Sätze vom Wenkelschosch vor 1880. Das sage ich jetzt einfach hintereinander weg. Die Nummer 1 bis 40. Und dann geht's nach die 41 bis 49. Den mache ich dann hinten noch. Also erst einmal die 1 bis 40. Und jetzt geht's los. Im Winter fliegen die trockene Blätter in der Luft drin. Es wird gleich aufzuschneien. Dann wird's Wetter wieder besser. Da Kohle in den Ofen, damit die Milchbalse kochen aufhängt. Der gaure alte Mann ist mit dem Gaul auf dem Eis eingebrochen und ins kahle Wasser gefallen. Er ist für Feier aber 6 Wochen gestorben. Das Feuer war so heiß, die Kuchen sei ja ohne ganz schwarz gebrennt. Er isst die Eier immer ohne Salz und Pfeffer. Die Fäust tun mir euch weh, ich glaube, ich habe sie durchgelaufen. Ich soll selber bei der Frage gewesen, in Hose gesagt. Und sie hat gesagt, sie wollt's auch ihre Tochter so. Ich will's auch nicht wieder da. Ich haare dir gleich den Kochlöffel in die Uhren, du Aff. Wo bitten hi? Soll man mitgehen? Das sind schlechte Zeiten. Mein lieb Kind, bleib hei ohne stehen. Die Biese gänz beiße dich ja tut. Du hast heute meist gelernt und bist brav gewesen. Du darfst Freude haben gehen bei die anderen. Du bist noch nicht groß genug, in eine Flasche Wein oder Lese trinken. Du musst erst noch wase und größer werden. Geh Seisegott und sag deine Schwester, sie soll die Klare für eure Mutter fertig nähen und mit der Beste sauber machen. Hast du ihn gekannt? Dann wie es anders gekommen und es steht besser im Entstehen. Wer hat mir meinen Korb mit Fleisch geklaut? Et der zu, als Herrsens haben Dresche bestellt. Aber sie hat selber gedo. Wem hat er dann deine neue Geschichte erzählt? Man muss laut kreischen, sonst versteht er uns nicht. Mir sei meut und hut Durst. Weil mir gestern Abend heimkommen, da lagen die anderen schon im Bett und hu fest geschlafen. Der Schnee ist die Nacht leihe geblieben, aber haut Mann ist er geschmolzen. Hinter unserem Haus steht 3 schöne Äppelbäume mit rohen Äppelchen. Konnt ihr nicht noch einen Augenblick auf uns warten? Dann gehen wir mit auch. Ihr dürft nicht so kindisch sein. Unsere Berge sind nicht euch hoch, aber sind viel höher. Wie viel Pfund Wurst und wie viel Brot wollten hu? Ich verstehe auch nicht, ihr müsst ein bisschen lauter schwätzen.
Hat ihr kein Steckelchen weiße Safe auf meinem Tisch gefunden? Sein Bruder will sich zwar schöne neue Häuser in einem Garten bauen. Das wird kommen von Herzen. Das war recht von. Was setzt ihr dann da für Fischelchen oben auf dem Mäuerchen? Die Bauern haben 5 Osse und 9 Koi und 12 Schäfchen für das Dorf gebraucht. Die wollten sie verkaufen. Die Leute sollen haut all draußen auf dem Feld und mähen. Geh nur, der braune Hund dodenaut. Ich sei mit den Leuten hier über die Wiese ins Korn gefahren.